Die Sonne lacht. Also, ich meine natürlich bei Super Mario Sunshine. Freunde der Sonne! Oder Freunde von Super Mario Sunshine und der perfekten Steuerung. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut, und willkommen zu einem neuen Part von Mario Sunshine. Am heutigen Donnerstag, ich nehme das Ganze am Dienstag auf, die Sonne scheint draußen, die Vögel sind am Twitchern, nur mein Inneres sagt so, David, tu es nicht, und ich sag, doch, ich muss, und mein Inneres, nein, David, hör auf, und ich so, nein, ich muss, und mein Inneres hat sich verabschiedet, dementsprechend ist jetzt nur meine äußere Hülle da, die dieses Game zockt. Ich glaube, der Kommentar, der am meisten drangekommen ist, beziehungsweise am meisten da war, im letzten Part, ist bezüglich der letzten Mission, wo ich so, ja, absolut krank gescheitert bin. Und zwar war das hier diese letzte Mission ohne Dreck weg, wo ich mich sehr blöd angestellt habe. Und mir wurde da gesagt, sobald ich mich auf dem Block befinde, soll ich nicht mehr springen, sondern einfach laufen. Gut, das ist eine, ja, das ist eine Sache vom Movement, die ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Aber ich würde sagen, es wurde mir auch gesagt, David, gameplay-technisch, geh mal in eine andere Welt. Und genau das tun wir, damit wir hier eine gute Abwechslung bekommen. Riesenärger mit Riesen-Blooper. Ich weiß nicht, ob ich so gerne mit Riesen-Bloopern irgendwie kommunizieren möchte, aber ich glaube, wir müssen das tun. Und das kommt mir super bekannt vor. Diese Map hier, die habe ich irgendwo mal gesehen. Und diese Map, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der daran denkt, erinnert mich so böse an Wii Sports Resorts, meine ich, an den Schwertkampf. Generell das alles erinnert mich böse an Wii Sports Resorts. Warum sind hier Zahlen? 1, 2, 3. Why? Ist das später eventuell noch relevant? Ich weiß es nicht. Oder hat das irgendwas mit diesen Blöcken zu tun? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Münzen for free mit. Why not? Was geht bei dir, Mr. Schnauzer? Hey, benötigst du einen meiner speziellen Sonnenbrillen? Oh nun, das bedeutet, du bist noch nicht bereit. Du musst noch eine Weile auf Eiseldelfino bleiben. Sprich mit mir, wenn du sie benötigst. Bis denn, Antenne. Alles klar. Und? Na, man kann bei the Ray mit Rrr in die Ego-Perspektive gehen. Naja, nicht ganz Ego-Perspektive, aber Third-Person-Perspektive. Dann soll ich das Ganze hier wie so ein Shooter spielen, wurde mir als Tipp mitgegeben. Deswegen machen wir das mal. Was geht bei euch so? Sieh dir das verschmutzte Wasser an, wie eklig. Unser schöner Hafen ist ruiniert. Was geht bei dir, Strohhut tragender Dude? Das Frachtareal am Ende des Hafens steckt in der Tinte. Funny. Versteht ihr? Ich stecke in der Tinte. Ich stecke in der Klemme. Von hier kann man es nicht sehen, aber ich bin mir dessen sicher. Okay, dann gucken wir da mal nach, Meister. Was geht hier so? Da kann man eine Stampfattacke reinmachen. Ah. Was war das gerade für ein Fragezeichen? War das eine Münze? Okay, wir gehen einfach mal hier entlang. Also keine Ahnung, was uns dieser Secret-Weg hier bringen soll. Boah, einfach so eine Insignie, einfach so geschenkt, das wäre schon krass. Achso. Ah, wir können ja erst durch, wenn wir die Blöcke kaputt gemacht haben, beziehungsweise die Kästen, okay? Was genau wartet hier auf uns? Warum gibt es hier so viele Wege, die man abklappern kann? Okay, da können wir auch nicht entlang, weil da oben sind auch noch ein paar Kästen. Vielleicht hier. Und da sind schon die abgespaceden Blooper. Heilige Makrele. Ja, die waren in Ordnung, da können wir auch nicht entlang. Gehe ich hier eigentlich komplett umsonst lang oder was tue ich hier? Als ob das nicht geht. Real Talk? Echt jetzt? Wozu bin ich an diesem gesamten Weg hier lang geschlittert? Digga, wurde mir auch mitgegeben, drück mal die ganze Zeit Y. Junge Mario, Hyperspeed, was wir jetzt gerade haben. Mehr als nur Hyperspeed. Geil. Okay. Dann, es war ja ein Versuch wert, das Ding hier mal auszuprobieren. Ich wusste ja nicht, was genau hier auf uns wartet. What a Wang! Digga, endlich mal ein Level mit 7 Millionen Münzen. Das ist doch cool. Drücke Y, um das Gitter zu drehen. Ja, weiß ich nicht. Junge, schluck Wasser, du Drecksblooper! Oh, yo, wie cool! Okay, das war nicht gut. Ey, dankeschön. Das war in Ordnung. Was genau? Hallo? Ich sehe nichts. Hallo? Kuckuck. Ach so, das sind Gegner, die hier warten. Okidoki, Artischoki. Naja, dann gehen wir wieder in unsere Lieblingsperspektive hier rein, der wunderbaren Ego-Perspektive. Du wirst einmal hops genommen und die wunderbare blaue Münze snacken wir uns auch schon mal mit, wenn wir hier sind, nicht wahr? Geil!
Junge, der Hase läuft, ne? Mir wurde auch gesagt, David, ganz in Ruhe. Also viele, viele hatten dasselbe Problem wie ich, das freut mich natürlich. Dann gibt es immer noch die zwei Chaoten, die sagen, ich bin einfach schlecht, das ist doch voll in Ordnung. Aber es freut mich, dass viele es ähnlich sehen wie ich. Von daher machen wir doch mal ganz gewohnt hier weiter. Mario, dreh dich mal um. Habe ich da irgendwas an der Decke verpasst? Da oben. Aha. Bingo, bango. Aber müssen wir hier unten entlang oder... Ich glaube, man kann hier am Netz entlang sliden. Einfach nach oben klettern, Mario. Du machst das wunderbar. Super. Du kannst stolz auf dich sein. Du kannst noch stolzer auf dich sein. Kann ich an der Decke langklettern? Never, oder? Natürlich nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Wie kommen wir an dieser Minikante vorbei? Gar nicht wahrscheinlich, oder? Nee. Aber wenn man hier so von außen ankommt, das könnte the raid to go sein. Ich wollte gerade erstmal wie in TOTK oder BOTW einen Sprintknopf nach oben drücken, um ein bisschen schneller zu klettern. Dann ist mir aufgefallen, wait a minute, klappt nicht so gut. In der Stampfattacke, okay, wunderbar. Was geht bei dir? Oh, Junge, du Drecksblooper. Kannst du bitte abhauen? Das ist echt nicht die feine englische Art, die du hier raushaschelst. Yo, 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 was geht? Du glaubst, der Fall zeigt nicht ohne Grund in diese Richtung. Wirklich? Ja. Ich glaub tatsächlich dran, dass der Pfeil uns vielleicht irgendwas, sagen wird, eventuell. Hi! Müssen wir uns echt um alle hier auf dieser dreckigen Insel kümmern? Naja, vermutlich schon, um diese Insel zu reinigen, ne? So, du gehst auch einmal weg. Junge, wir hatten noch nie so viele Münzen. 23 direkt. Baba-mäßig. Heute bin ich glücklich. Der Part läuft zu gut. Kann man nicht anders sagen, ja. Yeah. Wir haben sogar 3 blaue Münzen schon direkt entdeckt. Ein Zehntel von denen, die wir hier einsammeln können und das direkt in der ersten Mission. Also wenn das mal nicht erfolgreich ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Die Menge ist am Toben. Die Menge freut sich. Die Menge sagt, die Menge sagt, ey, yeah, 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 yeah. Die Menge sagt, yeah, skrr, skrr. Die Menge sagt, David, halt jetzt dein Maul. Okay. Was ist da bei diesem M? Was soll mir das sagen? Ah! Bingo! Hallo? Ein Glück, dass diese blauen Münzen direkt hier rüber swimmen. Energy. Ja, kommen wir da auch wieder hoch? Sieht nicht so gut aus. Really? Muss ich jetzt echt ernsthaft das Netz wieder... Ja, wir müssen das Netz wieder nach oben swimmen oder klettern, was auch immer. Cool. Guck mal, das ist so geil an diesem Game, dass man... Ja, warte mal, dass das Game... Wow, deutlich länger ist als Mario 64. Also ich glaube, das wird so an sich der längste 3D-World-Spaß werden, den ich bisher hatte. Ja, ich freue mich. Ich freue mich in Ostop, ja. Kann nur gut werden. So, alright, alright, alright. Wie geht's? Ja, ja, mit einer Stampfattacke, das haben wir ja bereits wahrgenommen. Aber trotzdem müssen wir... Nein, das war knapp. Woo! Guck mal, da ist sogar noch so ein Ding an der Wand. Die nächste blaue Münze. Warum ist bisher diese Welt so viel übersichtlicher als die Welt, die wir vorhin hatten? Nein, du haust ab, genau. Und dann machen wir das mal. Kann ich dich wegsprühen? Ja, da passiert was. Ach, auf der anderen Seite. Ja, okay, das gucken wir uns ein andermal an. Aber wir haben schon mal gesehen, wie das funktioniert. Was geht bei dir? Boah, ich habe gerade voll Druck auf den Ohren. Wie kommt das denn zustande? Oh je, Mene. Ich glaube, mein Haus ist gerade am Fliegen. Was in aller Welt ist dieses Zeug? Ja, Dreck, würde ich sagen, ne? Ich habe ein Glas aus Dreck. Und rat mal, was da drin ist, Mashallah. Junge, einfach so. Hab ich die jetzt eingesammelt? Warum kreuzt das Symbol dafür nicht aus? Aus, auf. Why? Geil, hier können wir zumindest schon mal durch. Aber die Kästen bleiben ja höchstwahrscheinlich nicht. Nein, bis zum nächsten Part zerstört. Okay, da können wir schon mal rüber. Übers Schiff, hier oben entlang. Was geht bei euch, ihr geilen Dinger? LOL! Ach so, na sieh mal einer an. Ich kann auf den so rumlaufen. Hallo? Oder auch nicht? Ich dachte, ich könnte. Aber da habe ich dieses Game wieder überschätzt. Ah, Mario kann doch drauf springen. Wunderbar. Da freut man sich doch. Na, du auch mal bitte. Danke.
Danke. Ich weiß nicht, wie oder was hier passiert ist, aber ich akzeptiere es wieder. So, weiter geht's. Wo geht's denn lang in diesem wunderbaren Level? Naja, stimmt, wir können ja hier gleiten, voll vergessen. Vielleicht sollten wir das Ding auch vielleicht hin und wieder mal ein bisschen öfter benutzen. Junge, sind hier viele Münzen. Ah, das funktioniert doch. Wir müssen nur rüberjumpen. Okay. Wie kommen wir denn da jetzt rüber? Vermutlich hier so auf süß. Oder auch nicht. Nee, Mario, genau, du jumpst hier dran. Dankeschön. Jetzt kannst du dich hier festhalten. Yeah! So, was geht bei dir, Maestro, hier unten? Lass dich fallen. Lass dich fallen. Nein, lass dich fallen. Danke. Hi. Da drüben ist mein großer Bruder. Siehst du ihn? Er übt sich im Leutewerfen. Er ist schon recht gut, aber Übung macht den Meister. Meinst du, das ist eine gute Idee, dass er so ein paar Leute wirft? Ich weiß ja nicht so ganz. Was ist denn in einem Basketballkorb? Immer den Pfeil hinterher. Was geht bei euch, Süßen? Hi. Du möchtest, dass ich dich zum Ende des Hafens werfe? Tut mir leid, aber so stark bin ich noch nicht. Nein! Achso, aber ey, das war eine gute Demonstration. Ich hörte, das U-Boot hebt sich, wenn das Rad sich dreht. Aber wie soll man das nun bewerkstelligen? Hast du vielleicht eine Idee? Eventuell. Weiß ich nicht. Hallo? Das ist auch nochmal was anderes jetzt, oder? Kann man den Schlamm so... Warum kann man den Schlamm nicht so entfernen? Nein. Schnell raus hier! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Kann ich mich in der Kette hochhalten, bitte? Mann, das wäre so cool gewesen. Okay, Freunde, wie komme ich denn zu euch nach oben, ohne dass ich jetzt alles nochmal zurückschwimmen muss? Versteht ihr, was ich meine? So, Germi, ja, moin, Rai. Okay, dann eben nicht. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Sodass dieser Schlamm verschwindet. Einfach auf süß. Guck mal, da haben wir schon mal eine neue blaue Münze. Die werden wir uns auch mal snacken. Ja gut, ist hier vielleicht irgendwo eine Düse, wo wir unter Wasser so ein bisschen Stimmung machen können? So auf süß. Ah, cool. Endlich sind wir mal tief unter Wasser unterwegs. Geil. Yay. Oh, let's go. Aber unser Leben, lädt sich unser Leben jetzt auf, wenn wir die Münzen unter Wasser einsammeln? Wenn nicht, absolut cringe. Natürlich, ja, halt dein Maul. Oh. Oh, man. Why? Warum ist das denn so? Warum ist dieses Game so gemein? Ja, oben eventuell entlang? Nope. Da können wir nicht rübersliden. Da sind wir, da fehlt der Schwung zu. Okay. Die nächste Rätselpassage oder so. Warte mal. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie so unterwegs sein kann. Weil ich immer das Gefühl habe, ey, das ist richtig, was ich mache. Kann man auf diese Mini-Fläche drauf, ohne dass ich... Oh Mann, ohne dass ich verrecke, bitte! Junge, bald 14 Minuten Aufnahme, nix, aber auch rein gar nichts geschafft. Wir existieren einfach hier. Weil diesen unterirdischen Tunnel können wir nicht nutzen. Das steht fest. Ne, steht fest wie Türme. Gut gebaute Türme. Wie, wie heißen nochmal diese asiatischen Dinger aus Holz, die so übelst viele Etagen haben? In Pokémon Heart Gold und Soul Silver gab es auch was. In der Nähe des ersten Ordens. Wenn ihr wisst, was ich meine. Irgendwas mit P. Ja, nee. Oh, ich weiß es nicht. Ich würde euch gerne Antwort geben, aber mir fällt Real Talk nicht ein. Nee, keine Ahnung. Genau, halt dich mal fest. Halt dich ja mit fest! Wenn das Leben dich zerreißt. Ah! Bongo, da oben können wir entlang. Ich dachte, ich falle runter. Das ist ein schönes Gefühl, dass das geklappt hat. Ja! Und der nervige Sound ist weg. Whee! Auf den Kran können wir drauf. Machen wir mal. Sehr schön. Immer weiter nach oben. All the way up! Kann man hier rauf? Ja, wir können da rauf. Das ist möglich, weil das ist Alpha. Yay!
Geil. Okay, so kommt man hier also... Nein! Ui. Gerade so gerettet. Okay, cool. Mario, warum guckst denn du so angestrengt? Geht's dir gut? Kann ich dir was Gutes tun? Ein Kaffee... Ich hätte mich jetzt sehr geärgert, wäre ich unten geblieben. Ich sag's, wie es ist. Okay, ist in Ordnung. Wir nutzen nochmal richtig Timing. Yes, so nicht anders. Perfect. Ich glaube, rechts ist nichts Besonderes. Ja, wir jumpen hier einfach rüber. Bevor ich jetzt wieder ein blödes Risiko eingehe. Hey, was geht? Yo, hi. Yo, hi, Germich hier. Ja, okay. Du gehst auch nochmal weg, danke. Die nächste Münze. Digga, ich glaube, 100 Münzen wird hier auf jeden Fall deutlich einfacher als in anderen Leveln. Geil. So, warum guckst du dir das Ding so genau an? Ist da irgendwas? Passiert da irgendwas? Yay! Number 7! Und das im ersten Kapitel. Erstes Kapitel geht aber auch extrem lang. Ah, da ist endlich unser Gegner. Da ist das Ding. Hello! Achso, ich muss es ziehen. Da muss ich den wahrscheinlich so ein... Oh! Ja, yeah. Oh, was geht? Wutz. Leckerschmecker. Muss ich an sein Ärmchen ziehen? Aua! Yo! Okay. Ja, muss ich. Ich muss nur ein bisschen... Vielleicht smarter anstellen? Oh, ich muss seine Arme ausreißen? Was? Was ist das für ein brutaler Boss, Junge? Hör auf, mich zu schlagen. Ich will deine Arme nicht ausreißen, aber ich muss. Ich such's mir ja nicht aus. Ich wurde verdonnert, diese Insel zu säubern, Mann. Wir können auch gerne Geschäfte zusammen machen. Das weißt du schon, oder? Hör auf, mich zu schlagen. Das mag ich nicht. Okay, aua. Das war echt nice ausgewichen. Yeah, das war der nächste Arm und es sieht aktuell... Wow. Hätten wir den auch so besiegen können? Also der schlägt Rilt um sich. Sobald ich ihn mit Wasser besprühe, oder? Ah, that's ready to go. Wasser besprühen und dann kann ich seine Ärmchen abreißen. Sorry, Bro. Achso, und jetzt? Was jetzt? Wird das Ding... Achso! Das muss gezogen werden! Ciao, Bella! Ciao, Bella! Ciao! Ja! Da haben wir das Ding erledigt! Achso, es geht weiter! Bro, was ist das? Wer hat sich diesen Boss ausgedacht? Welcher Schlingel hat sich das schon wieder ausgedacht hier? Ja, ich muss einmal abreißen, bitte. Aua. Nicht cool. Ich hoffe, dass er dann nur 2 Leben hat. Weil ist ja schon... Krass. Achso, finde einen Weg, ihn zu bekämpfen. Ja, mach ich doch. Aua. Aber ich will ja so einen Arm von ihm nehmen und das wieder abreißen. Ja, genau. Zaccarino. Er fragt mich nicht, warum ich das so lustig finde, wie das gerade so rumgewirbelt ist. Es war einfach funny. Tatsächlich war es irgendwie einfach funny. So, Number 2. Junge, wir reißen ihm einfach seine Arme raus, seine Tentakeln. Als ob wir gerade so ein Hentai gucken würden mit Tentakeln. Da freut man sich doch, oder? Daumen hoch für Hentais, Kappa. So, da hat er nur noch ein Ärmchen. Da freut man sich wieder. Ne? Nee, das wollte ich nicht. Mach nochmal, bitte. Zack. Okay. Muss ich ihm vielleicht mit Wasser besprühen oder so? Oder nochmal dran ziehen? Das tut ihm weh. Das war's. Okay, 2 Leben hatte das Ding so gesehen. Ich hatte Angst, dass man das jetzt 3-mal machen muss. Ciao. Ist jetzt vielleicht der Dreck weg?
Mein, der Dreck weg, versteht ihr, wegen Dreck weg. Read. Ja! Das ist das erste Ding! Hey, hey, hey! Nach 20 Minuten kann man das noch mal feiern, oder? Sichern und weiter geht's. Sehr schön. Okay. War in Ordnung. War cool. Woo! Okay. Ja, ich weiß, wir können noch rübergehen, aber wir haben jetzt gerade erstmal die neue Welt entdeckt. Dementsprechend gucken wir uns das erstmal hier genüsslich an. Los geht's! Porto Doro, Blooper Surf Safari. Ich weiß nicht, ob ich auf Bloopern surfen möchte tatsächlich. Aber ich glaube, wir müssen schon fast, oder? So, warte mal, wir müssen da lang. Ah, immer den Pfeilen hinterher, die sagen uns irgendwas. Wird das eine coole Minimission? Hi, wollte schon immer mal auf Bloopern surfern, weißt du das? Das stimmt, ich bin der Blooper Surf Guru. Magst du das Surfen? Schnapp dir ein Blooper und probier's. Eine Kleinigkeit noch, ich hafte nicht für Unfälle. Ich hab nichts unterschrieben. Scheiße, mündlicher Vertrag. Wir nehmen den lilanen, der ist cool. Ja, und was mache ich dann? Muss ich aber die Münzen einsammeln. Boing, 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 boing. Okay, okay. Ey, yo. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ach so. Yippie, möchtest du ein wenig surfen, Kleiner? Komm schon, such dir einen Blooper aus und spring drauf. Los. Und gewinn einen Preis, okay. Wuhu. Ja, wie schnell muss ich dafür sein für diese Action? Als ob ich hier rüberspringe. Bin ich Larry oder was? Oh. Einfach durch. Es geht nur um die Endzeit. Es geht nur um die Endzeit. Und dass wir irgendwie nirgendwo gegenkicken, I think so. Wow. Wow, 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 wow. Okay, einmal bremsen, bitte. Freunde, wir haben endlich eine Tech-Demo für Mario Kart 9 gefunden. Ja, der Witz ist alt. Na, die Mario Kart 9-Witze, die sind nicht mehr lustig. Ist es vielleicht sogar sinnvoll? Nein, ach so! Ach krass, da endet das Level, sobald das passiert. Na, okay. Ja, ja, nee, alles gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ich dachte, wir können vielleicht so einen Shortcut nutzen, aber es geht einfach einzig ums Überleben. Hier bekommt man safe noch eine zweite Insignie, oder? Sobald man das Rennen nochmal ein zweites Mal in einer bestimmten Zeit macht. Das geht aber ganz schön. Kann ich. Ich wollte gerade sagen, kann ich irgendwie bremsen? Scheint fast nicht so. Wir sollten einfach versuchen, nirgendwo gegen zu knallen auf süß. Boing. Hey. Was? Mann! Junge, das ist so ein Hardcore-Kaizo-Game! Junge, war man irgendwie, weiß ich nicht, war Nintendo frustriert nach Mario 64 oder, weiß ich nicht. Wollte einfach jemand, weiß ich nicht, einfach, was ist hier passiert? Also, was waren denn die Hintergedanken hinter diesem Game? Digga, jedes andere 3D Mario ist tausendmal, ja okay, aber das ist halt die Herausforderung, ne? Ansonsten bin ich ja kein Mario-YouTuber. Wir sollten einfach springen. Ich glaube, wir sollten einfach springen. Und wie immer war der erste Versuch der beste. Das ist immer so bei solchen Leveln. I love it. Ist immer so. Ja, vielleicht nehmen wir mal den gelben. Okay, wir nehmen mal den gelben. Der gelbe wird besser. Ah, lol. Digga, der ist viel kurvenreicher. Mit dem kann ich viel besser lenken. Kann es sein, dass jeder Blooper eine andere Fähigkeit hat? Oh mein Gott, was? Als ob wir gerade... Digga, das ist echt die Tech-Demo für Mario Kart 9. Bro, mit dem kann ich ja viel besser lenken. Der andere war so übelst... Ja, schwierig halt, ne? Der hat die Kurven richtig beschissen genommen. Bro, der nimmt die Kurven wie so ein junger Gott. Nenn mich Sebastian Vettel ab sofort. Genau. Und die nächste Kurve. So, was passiert jetzt? Sind wir schon gleich am Ende des Rennens? Goal. Das war's. Digga. Hä? Hä? Junge. Was? Der gelbe Blooper, der macht's. Das ist der krasseste von allen. Das ist der beeindruckendste von allen. Gelber Blooper, Junge. Zeig mir bitte mehr. Woo. Na gut, das wusste ich jetzt nicht, oder? Ich habe wieder mal nicht genau gelesen. Das passiert mir auch öfter. Sorry for that an der Stelle. Geil. Ja, ich weiß, wir können uns da auch das nächste Dreckding angucken. I know. Dass man da auch Leben verliert, ist so lächerlich. Bei diesem Blooper-Rennen, ne? Das ist echt lächerlich, muss man an der Stelle mal zugeben. Ausnahmsweise. So, Porto Doro, die eingesperrte Insignie. Los geht's.
Gucken wir mal. Versuchen wir mal zu retten. Ah, da in der Mitte ist das Ding. Also müssen wir von oben reinjumpen. Ja, das ist quasi jetzt ein Parcours, den wir handeln müssen. Ja, wir sollten uns auch unbedingt immer am Anfang des Levels alles genau... Oh, was ist das hier? Mario. Hier wäre ein... Du kannst sie noch nicht einsetzen. Weiß jemand von euch, woran es liegt? Digga, Spinnen? Junge, das sind keine Spinnen, die haben nur vier Beine. Das ist, glaube ich, ein perfekter Part für alle, die Spinnen geil finden, Kappa. Genau, wir sliden hier mal entlang. So, wie habe ich das vorhin nochmal angestellt? Wir sind da oben entlang, yes? Nein! Zu viel Schwung! Meine Nase hat gejuckt und dann dachte ich, es klappt, aber es hat... Ach. Das wäre auch zu krass gewesen, sowas auf Anhieb hinzubekommen, oder? Das wäre zu krass gewesen. Hey, Spinnies. Ich finde die irgendwie süß und nur noch unangenehm. Süß wegen den Augen, aber unangenehm von der Artgang her. Warte mal, wir folgen wieder dem Pfeil. Yes. Oder auch nicht. Genau, die blaue Münze wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Eine blaue Münze haben wir da auch noch gesehen. An dem Gitter kann man wahrscheinlich nicht hängen. Vermutlich. Guck mal, da geht's entlang. Das ist wohl der Parcours. Ja, was geht bei dir, Meister? Siehst du die Insignie der Sonne dort oben in dem Käfig? Ich sah sie zuerst. Ziemlich cool, oder? Hahaha. Wie in aller Welt komme ich dort hinauf. Ich werf dich hoch. Wenn ich hier schon nicht hochgeworfen werden kann von einigen Dorfbewohnern. Achso, lol. Guck mal, ist ja wieder offen, dieses wunderbare Boot. Geil. Und was hier? Ah, wait a minute. Das sieht gut aus. Genau. Dann sliden wir hier mal aufs Bötchen drauf. Nee, das war nicht mein Ziel. Warte mal. Mit einem Dreisprung sehe ich mich da oben eventuell. Ja, oder so auch. Ah, das war... Warte mal, Drehsprung, stimmt. Ich vergesse immer wieder, dass es diesen Drehsprung gibt. Aber den beherrsche ich noch nicht so gut. Ja. Mit Drehsprung gar kein Problem. Kann man nicht dagegen klatschen? Hätte ich... Warte mal, das will ich jetzt ausprobieren. Experiment. Jetzt hat das funktioniert. Das ist geil. Sorry, Bro. War echt nicht... Oh, es war doch eigentlich... Es war voll extra, sorry. Es war mein Ziel, dass ich das schaffe. Was ist das für ein Haken? Warum muss überall ein Haken an der Sache sein? Achso, damit würden wir einfach darüber sliden. Weil das kriegen wir auch anders hin. Oder? Wie jump ich eigentlich hier rüber? Oh. Nein! Du Drecksnooper! Oh Mann, oh! Ich dachte, es wird funktionieren. Oh nein, ich komme nie wieder aufs Boot drauf, ne? Oh, ärgerliche Momente. Sehr, sehr ärgerliche. Kann ich das Ding steuern? Bro, was ist das denn? Für ein Hightech-Ding. Crazy. Okay, here we go again. Das war gerade Karma für die Spinne, glaube ich. Das war gerade Hardcore-Karma für die Spinne, die auch nicht mehr aufrollt. Sorry. Oh Mann, ich hasse es halt so sehr. Wenn ich an irgendwelchen Kanten hänge. Oh nein. Nicht schon wieder so ein Windding. Die Winddinger sind echt unangenehm. So, du wirst einmal hops genommen, bitte. Genau. So, und dann muss ich ja wahrscheinlich mit so einem Ding nach oben. Das sieht sehr gut aus. Bravissimo. Bam. Okay. Und einmal wieder nach oben. Nicht nach unten. Ah, Digga, ich hätte direkt so nach oben gekonnt. Bin ja voll den Umweg gelaufen. Okay, erstmal abchecken, wo wir entlang müssen. Da sind ein paar Pfeile, da ist ein Pfeil nach oben. Wir werden uns unseren eigenen Weg hier suchen, ne? Was geht bei dir so? Hi, hi. Was ist das hier? Kann ich daran klettern? Das ist durchsichtig? Das hat keine Hitbox? Ich denke, glaube ich, viel zu kompliziert. Bro, das Ding hat einfach keine Hitbox. Ich dachte, ich könnte zumindest mich vielleicht dranhangeln. Oder einen Wandsprung dagegen machen. Das waren einfach so die Gedanken, die ich jetzt gerade gedacht habe, die zu denken. Denkt ihr das? Oh. Verdammt.
Das war Karma für Trash Talk. So, aber ne, wir checken ja jetzt. Ja, wobei, das könnte funktionieren nochmal. Immer wieder eine knappe Geschichte, das hier. Immer wieder eine knappe Geschichte. So, wie kommen wir denn hier am optimalsten nach oben? So, der Blooper hier ist ja schon mal weg. Der ist schon mal Array. Bam. Kommt man ansonsten hier irgendwie? Ja, eigentlich ja schon, ne? Es war so klar. Genau. Ah! Mit einem Dreisprung kommt man hier nach oben. Mhm, alright. Da eigentlich auch. Digga. Okay, warte mal. Ich wollte gerade sagen, Skillord LP, aber mein Herz ist mir gerade in die Hose gefallen. Ich sag's, wie es ist. Mann, warum verfolgt mich eigentlich... Nein! Warum fällst du so random runter? Bro! Ich hab immer so Schiss, ist Mario. Weil Mario läuft immer noch ein bisschen weiter und das macht mir halt Angst. Bam. Vor allem mit diesem Windding, was uns jetzt noch hinterherläuft, so ohne Grund. Ja, war klar, dass das eine Art Trampolin sein wird. Vorsichtig! Ich muss den Joystick... Oh nein, wir haben nicht mehr genug Wasser, glaube ich, oder? Ich muss den Joystick beherrschen, um hier... Nein, nein! Okay. Okay. Oh, Mario, bitte. Mann, ja, geh einfach hier mit dem Wasserstrahl durch, okay? Und lass dich bitte nicht von dieser Wolke einschüchtern. Wir haben's geschafft! Woohoo! Alter, ich hätte mir jetzt so ins Hemd geschissen, wäre man hier irgendwo durchgefallen mit diesem Blind Jump, ne? Freunde der Sonne, wir hatten einen wunderbaren Part Mario Sunshine. Wir haben 3 Insignien gesammelt. Wenn's so immer wäre, wäre ich mehr als zufrieden. Und von daher sage ich mal an der Stelle wie immer, danke fürs Zusehen, abonniert den Umlautmann. Ja, Daumen nach oben nicht vergessen vor allem. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti, The Dark Empire, Zelpix Games für 18 Monate, Melli für 8 Monate, Maria für 7 und Klein Dampi für 4. Und an alle anderen Member an der Stelle, ne? Danke für euren Support, bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann. Bye, bye.